Derzeit befinden sich in der Stadt Salzburg hunderte jugendliche Asylwerber, die zwischen 15 und 18 Jahren alt sind. Das Problem? Viele von ihnen haben nichts zu tun. Sie besuchen zwar Deutschkurse, allerdings fallen sie nicht mehr in die Schulpflicht, was die Chancen auf eine sinnvolle Beschäftigung schrumpfen lässt. Und damit herzlich willkommen beim Periskop. Vor kurzem wurde in Österreich die sogenannte Ausbildungspflicht bis 18 umgesetzt. Das bedeutet, dass alle Österreicherinnen und Österreicher auch nach Ende der Schulpflicht entweder eine weiterführende Schule besuchen müssen oder eine Lehre absolvieren müssen. Für eine Gruppe zählt diese neue Regelung allerdings nicht. Die Rede ist von Asylwerbern. Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer fordert nun, dass eben diese Ausbildungspflicht auch für Asylwerber gelten solle. Wie denn das konkret aussehen könnte und was dafür und was dagegen spricht, das werden wir heute in der Sendung diskutieren. Bei mir im Studio wird gleich Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer zu Gast sein, ebenso wie Siegfried Steinlechner, Landesgeschäftsführer des AMS Salzburg. Zuvor wollen wir allerdings noch hören, was denn die Salzburgerinnen und Salzburger zu diesem Thema zu sagen haben. Mohamed El-Shami, Hanna Weger, Rita Heinzel und Wassily Friedmann haben die Salzburger gefragt und dabei ein recht eindeutiges Bild bekommen. Also ich halte das auf jeden Fall für erforderlich, sonst könnte ich mir nicht vorstellen, wie das zusammenwachsen soll. Und entstehen zwei Gesellschaften. Also wenn die nicht damit das eingefordert wird, dass sie auch sich auf diese Ebene begeben, dass man miteinander kommunizieren kann, kann das nicht geben auf Dauer. Ja, das wäre natürlich ein guter Ansatz. Also, dass sie halt eine Ausbildung machen können oder eben zur Schule gehen weiterhin. Das wäre sehr gut. Vielleicht, dass sie abgeschlossene Berufsausbildung haben oder irgendeine Schulausbildung, wäre schon sinnvoll. Das ist ja bei den Österreichern auch so. Also ich finde das okay, dass man das macht. Aus Gründen der Integration. Ich finde es gut. Zur Bildung reicht der Deutschkurs allein nicht. Ja, wenn schon, dann mehr. Na, also ich bin natürlich dafür, dass die Ausbildungspflicht für alle gleichermaßen gilt, auch für Asylwerber, weil es sehr wichtig ist. Ich habe selber zwei im Haus. Ich habe sie jetzt Gott sei Dank untergebracht für einige Stunden in der Gemeinde Vormittag, weil sie ja nicht Tag und Nacht Deutsch lernen können, weil natürlich auch der Spracherwerb sehr schwierig ist für arabisch sprechende bzw. kurdisch sprechende Menschen. Umgekehrt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste kurdisch lernen, sie sagen mir oft ein Wort, also nach fünf Minuten bin ich weder in der Lage zu memorieren noch auszusprechen. Also wenn man das umgekehrt denkt, und es ist sicher sehr, sehr wichtig, dass man die Menschen von Anfang an integriert, indem man sie eben möglichst viel beschult. Speziell junge Menschen tun sich natürlich meistens leichter, die irgendwo noch aus der Schule kommen. Und ich bin dafür, dass man sie genauso behandelt wie die Einheimischen. Bin ich auch für. Sie müssen auch vor allen Dingen Arbeitsplätze und nicht nur rumlaufen den ganzen Tag und auf dumme Gedanken kommen, wenn die vielleicht eingebunden werden und irgendwas lernen. Dann, wir brauchen ja auch überall Arbeitskräfte, auch hier in der Gastronomie. Da wären sie doch ganz toll. Wenn sie da Deutsch ein bisschen sprechen, dann wird das vielleicht in andere Bahnen laufen. Ja, es ist Schwerheit, weil man weiß jetzt nicht, was für einen Job können die machen oder wie oder was. Natürlich, sie können überall arbeiten, sage ich mal, aber es ist halt schwer, dass man da eingreift, weil wir so viele schon da haben, so viele Asylanten, dass es schwer werden wird, dass wir unsere einheimischen Leute unterbringen und die Asylanten nacheinander dazu. Also ich glaube, da fehlt jedem der Stein der Weisheit. Und bei mir im Studio darf ich jetzt begrüßen zum einen Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer und Siegfried Steinlechner, den Landesgeschäftsführer des AMS Salzburg. Hallo und danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Frau Hagenauer, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben ja selbst sehr viel Erfahrung in der Betreuung von Migrantinnen und Migranten und Sie fordern jetzt, dass die Ausbildungspflicht, die ja schon beschlossen wurde, auch für Asylwerber gelten soll bis 18 Jahre. Was hat Sie denn veranlasst, die Forderung zu stellen? War das auch die persönliche Erfahrung? Ja, so ist es. Ich habe mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, heißt das im Fachjargon, schon seit Jahren zu tun. Die Zahl ist natürlich in den letzten Jahren massiv gestiegen. Und ich kenne viele dieser unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und ich kenne ihren tagtäglichen Ablauf. Das heißt, die stehen auf. Irgendwann
gehen vielleicht raus oder auch nicht, haben 200 Stunden Deutschkurs sozusagen in der ganzen Zeit, in der sie warten. Mehr steht ihnen nicht zur Verfügung. Manche haben das Glück, in ein Projekt, zum Beispiel des AMS, zu kommen, aber nicht alle. Der Großteil von ihnen verbringt dann die Zeit im Lehner Park oder woanders und denen fällt halt auch nichts besonders Gescheites ein. Und meine Forderung ist ganz klar, wir haben diese jungen Menschen da. Diese jungen Menschen bleiben voraussichtlich in Österreich. Das ist auch statistisch gesehen so, dass die wenigsten sozusagen kein Asyl bekommen. Und ich sage, ab dem Zeitpunkt, wo sie in Salzburg sind, oder noch besser, wenn sie in Österreich sind, muss ein Programm laufen, dass sie zuerst einmal Deutsch lernen und dann einen Pflichtschulabschluss machen. Und dann können sie in eine Lehre gehen, in eine höhere Schule oder etwas anderes. Auf alle Fälle, sie brauchen Beschäftigung, am besten von 8 bis 16 Uhr lernen und ab 16 Uhr tun wir noch ein bisschen Fußball spielen, soll ja auch Spaß machen und dann sind wir alle müde und gehen wir ins Bett. So stelle ich mir das vor, ganz einfach und ich weiß aus vielen Gesprächen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die sehen es auch so. Die sagen, bitte, mir ist so langweilig, was soll ich den ganzen Tag tun? Ich möchte was lernen, ich möchte was tun. Mhm. Und es soll quasi, es muss etwas Verpflichtendes geben, oder? Also die, so wie es jetzt gehandhabt wird, dass es Möglichkeiten gibt, aber da kommen eben nur die Glücklichsten rein. Das heißt, diese Verpflichtung sollte gegeben sein? Absolut, absolut. Also ich sehe das ganz einfach. Ganz wenige sagen freiwillig, ich will Tag und Nacht lernen. Ja? Mhm. Und für mich ist es ganz klar, die sind hier. Die werden versorgt, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie bekommen Essen, sie kriegen die 200 Stunden Deutschkurs und dann sind sie zum Nichtstun verdammt. Und welchen jungen Menschen, insbesondere jungen Mann, wenn ich das so sagen darf, die meisten sind ja männliche, unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, wem fällt denn was Gescheites ein mit 16, 17? Also da hat man manchmal auch viel Blödsinn im Kopf und da ist mir lieber, sie sitzen in einem Kurs den ganzen Tag, lernen was, als dass sie im Lehnerpark herumhängen. Nun sagen die Gegner dieser Ausbildungspflicht, die auch Asylwerber mit einschließen würde, dass dadurch noch mehr oder die Attraktivität des Landes Österreich noch steigen würde, dass quasi dann unser Land oder das Österreich noch attraktiver werden würde und das noch ein größerer Anreiz wäre, für viele hierher zu kommen. Mhm. Stimmen Sie dem zu? Dem stimme ich insofern nicht zu, als ich, wie gesagt, seit vielen Jahren mit Asylwerbern arbeite und Österreich ist in ganz wenigen Fällen ein konkretes Zielland, weil für viele Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, Österreich gar nicht auf der Karte ist. Österreich ist zu klein. Die Leute wollen nach Frankreich, die Leute wollen nach Deutschland, nach Schweden. Das sind Begriffe. Die meisten Asylwerber, die wir in Österreich haben, die sind unter Anführungszeichen hängen geblieben. Die sind einfach nicht weitergekommen. Ja? Österreich ist wenig Zielland und ich glaube nicht, dass es dadurch attraktiver wird, nur weil wir die Leute von der Straße holen. Herr Steinlechner, was sagt denn das AMS zu diesem Vorschlag? Ja, das AMS setzt um, was sozusagen die hohe Politik an Spielregeln definiert. Und in dem Fall fällt die Festlegung dieser Spielregeln in die Agenda des Parlaments, des Nationalrats. Der Nationalrat hat gerade Mitte diesen Jahres die Ausbildungspflicht bis 18 sozusagen für alle in Österreich sozusagen endgültig Aufenthaltsberechtigten beschlossen. Also wären die Asylverfahren alle abgeschlossen, auch für die unbegleiteten Minderjährigen, dann wäre es kein Problem, die Jugendlichen in dieses Recht und für ganz wenige ist es eine Pflicht, also in dieses Ausbildungsrecht mit eingebunden zu werden. Das Problem ist, die Anerkennungsverfahren, insbesondere bei unbegleiteten Minderjährigen, dauern sehr, sehr lange. Und daraus ergibt sich sozusagen die erste Kernproblematik. Die zweite ist dann darin zu sehen, dass der Zugang in Ausbildung limitiert ist, auch in schulische Ausbildung, sobald die Schulpflicht erfüllt ist. Wir haben die Diskussion in den vergangenen Wochen auch öffentlich gehabt, dass junge Menschen, die
das Pflichtschulalter erfüllt haben, aus den Schulen aussteigen müssen, obwohl sie eigentlich schon teilintegriert im schulischen System sind. Da gibt es politisch, meiner Wahrnehmung nach, politische Bewegung, diese gesetzliche Grundlage zu verbessern. Bei der Ausbildungspflicht ist das sozusagen auch in diese Richtung gegangen, auch unbegleitete Minderjährige mit einbinden zu können, aber letztendlich doch in der letzten Phase der Begutachtung und des parlamentarischen Entstehungsprozesses wieder sozusagen die Einbeziehung wieder mit rausgekommen. Sie haben das einleitend festgelegt. Es gibt Bedenken im Wesentlichen, dass sozusagen die Folgewirkung, die Sogwirkung, die ordnungspolitisch befürchtet wird, und teilweise auch arbeitsmarktpolitische Argumentationen, die ich persönlich nicht teile, dass die wirksam werden würden. Jugendliche, die im Land sind und die Ausbildungspotenzial entwickeln haben, sollen ausgebildet werden. Da bin ich ganz bei der Frau Vizebürgermeisterin. Je früher, desto positiv. Und selbst für Jugendliche sollten sie nicht lange in Österreich bleiben können, ist die Einbeziehung in die Ausbildung ein wesentlicher Entwicklungsschritt, persönlicher Entwicklungsschritt, der einfach aus menschlichen Aspekten heraus durchgeführt werden sollte. Derzeit haben wir nur so die Möglichkeit, dort in bestimmten Mangelberufsfeldern Lehrverhältnisse zu bewilligen nach strenger arbeitsmarktpolitischer Prüfung, die aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Bewertung in der aktuellen Situation nicht für die Jugendlichen nicht notwendig wäre. Wir haben Jugendliche, in Summe die Schulentlassjahrgänge sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Wir haben weniger Jugendliche am Ausbildungsmarkt und die mittel- und langfristige Perspektive würde es jedenfalls rechtfertigen, mehr auch migrierende Jugendliche oder Jugendliche mit Asylhintergrund möglichst rasch in das Ausbildungssystem zu integrieren. Und das würde das Ausbildungssystem auch aushalten? Das würde das Ausbildungssystem sicher aushalten. Aus dem schulischen Bereich heraus haben wir die Meldungen bekommen, wie interessiert sowohl das pädagogische Personal als auch die Eltern der Mitschüler, Mitschülerinnen interessiert werden und auch die jungen Kolleginnen und Kollegen. Und so in der Situation im Bundesland Salzburg haben wir ein größeres Ausbildungsangebot, also mehr offene Lehrstellen zur Besetzung gemeldet, als Jugendliche daran interessiert sind, weil auch Jugendliche länger im Schulsystem bleiben oder halt bestimmte Berufsangebote nicht in dieser Intensität wahrgenommen werden. Genau darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Diese Voraussetzungen, dass ein jugendlicher Asylwerber bei uns eine Lehre absolvieren darf, sind ja sehr, sehr groß. Also zum einen muss er mal, das ist noch nachvollziehbar, nicht älter als 25 sein. Dann darf das Asylverfahren nicht negativ abgeschlossen sein. Richtig. Und eben diese Mangelberufe, es muss ein Mangelberuf sein und dann muss noch ein Regionalbeirat zustimmen. Sind diese Hürden nicht etwas zu groß auch aus Ihrer Sicht, dass dann auch jugendliche Asylwerber sagen, okay, jetzt mache ich eine Lehre? Ja, die Hürden sind schon groß, freilich, und aus meiner Sicht aus einer Arbeitsmarktsituation oder Ausbildungsmarktsituation heraus festgelegt, die in jetzt aktuell und mittelfristig diesen Prozess nicht mehr notwendig machen würden. Die Einbeziehung des Regionalbeirats ist insofern besonders wichtig. Der Regionalbeirat ist das Gremium der Sozialpartner, die die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik in den Regionen mitsteuern, gemeinsam mit dem operativen Management im Arbeitsmarktservice. Und Arbeitsmarktpolitik kann nur funktionieren, wenn Sozialpartner auf Basis eines Mindestkonsens ins Arbeitsmarktpolitikgeschehen einbezogen sind. Der Regionalbeirat ist ganz wichtig, dass er mit drinnen ist, und im Regelfall ist der keine Hürde, wenn die Vorfragen, die Vorvoraussetzungen vorliegen. Also es gibt auch eine hohe Zustimmung sowohl von Arbeitgebern als auch Arbeitnehmervertretungen, dass wenn das Ersatzkraftverfahren und die Tatsache, dass es ein Mangelberuf ist, das Ersatzkraftverfahren keinen inländischen Jugendlichen oder ausländischen Jugendlichen mit sozusagen höherer Aufenthaltsberechtigung
für diese offene Lehrstelle zur Besetzung sozusagen vorgemerkt sind. Wenn das der Fall ist, das Ersatzkraftverfahren keine andere Besetzungsmöglichkeit ergibt, stimmt im Regelfall das Regionalbeirat zu. Da gibt es keine Grundsatzpositionierungen, sondern eben entsprechend den Ergebnissen dieses Prüfverfahrens. Aber wie gesagt, meine persönliche Positionierung ist auch, und das ist nicht, das ist auch eine Positionierung, die vom Arbeitsmarktservice Österreich auch immer wieder in die Diskussion eingebracht wird. Wir glauben, dass dieses Verfahren für die Einbeziehung von Jugendlichen in die Lehrausbildung nicht mehr notwendig ist. Es sollten die Jugendlichen zur Gänze einbezogen werden können. Aber auch in die schulischen Ausbildungen, das ist ein ganz wesentlicher Bereich. Die Liste an Mangelberufen ist ja eigentlich doch sehr lang und auch ein bisschen erstaunlich. Also Einzelhandelskauffrau, Koch, Handwerker werden gesucht. Nun war es so, dass nachdem diese Ausbildungspflicht beschlossen worden ist, ist ja vor allem von den Grünen sehr viel Kritik gekommen. Und dann war in den Tageszeitungen auch zu lesen, dass man könne ja mehr Mangelberufe definieren. Man könne ja mehr Berufe als Mangelberufe definieren, sodass es leichter wird für jugendliche Asylwerber, eine Lehrstelle zu finden. Ist denn das so einfach, einen Beruf als Mangelberuf zu definieren? Oder woran definiert man das? Es ist aus guten Gründen nicht so einfach und willkürlich gestaltbar. Ja. Es gibt da österreichweit definierte Spielregeln. Nachdem der regionale Bedarf, es kann regional, sprich in den einzelnen Bundesländern festgelegt werden, welche Mangelberufe aktuell aufnahmefähig wären. Dass dahinter liegt eine genaue Analyse, wie viele offene Lehrstellen werden in dem Beruf gemeldet, wie viele Lehrstellensuchende sind interessiert und verfügbar. Und sobald dieses Verhältnis die Abdeckungsmöglichkeit für die offene Lehrstelle nicht in ausreichendem Ausmaß vorhanden ist, kann das definiert werden und wird dieser Ausbildungsberuf auch definiert. Deswegen schaut das im Bundesland Salzburg, diese Liste, die regional definiert wird, zuzüglich zur ohnehin bundesweit definierten Mangelberufsliste für die Rot-Weiß-Rot-Card, die aber für Beschäftigungsverhältnisse gilt. Das ist ein sehr komplexes Verfahren. Das ist relativ flexibel, hat aber die Voraussetzung, dass es eine Mindestquantität in der Nachfrage nach Ausbildungsinteressierten gibt. Also wenn nicht mindestens 10 offene Lehrstellen sozusagen in einem Berufsfeld mit nachgefragt werden, dann fällt nach der derzeitigen Regelung dieser Beruf sozusagen aus der Möglichkeit, das regional festzulegen, heraus. Da gibt es aber eine Diskussion auch drüber, weil eben es besteht die Intention, das möglichst offen und möglichst im Rahmen des gesetzlichen Auftrags, den wir natürlich zu erfüllen haben, das möglichst offen zu gestalten. Warum sind jetzt diese Möglichkeiten, eine Lehre zu absolvieren für junge Asylbewerber nicht ausreichend? Ist es eben diese kleine Spanne an Berufen oder ist es dieses Aufnahmeverfahren, das kompliziert ist? Was muss da verbessert werden konkret? Ganz einfach, es muss eine Pflicht zur Ausbildung oder zur Bildung geben. Wir haben derzeit immer noch die 200 Stunden Deutschkurs, die der Chef des AMS wird mir wahrscheinlich recht geben, nicht ausreichend sind, um sozusagen im Berufsleben zu bestehen. Und ich als alte Deutschlehrerin, ich habe das 20 Jahre unterrichtet, weiß, unter 600 bis 800 Stunden brauchen wir nicht darüber reden, dass jemand dann wirklich im Beruf oder in einer Ausbildung bestehen kann. Ja? Das heißt, das gehört einmal ausgeweitet und es gehört eine Struktur hinein. Wie vorhin gesagt, es ist so, dass manche Jugendliche das Glück haben, in einem Pilotprojekt zu landen. Ja, sie können eine Ausbildung machen, sie können den Pflichtschulabschluss machen. Die haben ein Glück, aber das ist ein kleiner Teil. Mhm. Und der andere Teil hat nichts zu tun. Und ich glaube schon, dass wir als Land Österreich so weit sein müssten, zu sagen, hier sind junge Menschen bei uns, die voraussichtlich statistisch gesehen zu 95% im Land bleiben, dass wir denen von Anfang an eine gute Bildung angedeihen lassen und eine Ausbildung, die bleiben ja hier. Manche von denen warten 3, 4, 5, 6 Jahre.
die sind in einem Modus, wo es ganz, ganz schwierig ist, sie wieder zu aktivieren. Wenn sie dann mit 22 meinetwegen das Visum bekommen und sie sitzen zuerst 6 Jahre im Lena Park herum und fadisieren sich, wie soll ich die denn fit machen für den Arbeitsmarkt? Die haben ja schon was anderes gelernt, nämlich zu warten, keine Struktur zu haben. Also wie soll ich dem erklären, dass er seine Arbeit pünktlich um 8 Uhr beginnen soll? Das geht nicht mehr, der hat das verlernt. Und darum ist es unsere Pflicht herzugehen und zu sagen, die jungen Menschen müssen das machen. Und die wollen ja auch zum Großteil. Und dieser kleine Teil, der nicht in Österreich bleiben kann, das sind um die 5%, die haben halt dann in Österreich was gelernt, was sie eventuell in ihrem Herkunftsland dann auch gut brauchen können. Das ist vielleicht auch ein Stückchen Entwicklungshilfe, wo wir als Österreich sowieso zu wenig zahlen, weltweit gesehen. Wir sind ja da eh abgerutscht. Also insofern würden wir da ein Stückchen Gutes tun. Aber wie gesagt, wir brauchen die Ausbildungspflicht, die Bildungspflicht und nicht da ein Projektal, da ein Projektal. Und wer Glück hat, kommt hinein und der Rest schaut durch die Finger. Das kann es nicht sein. Und diese zusätzlichen Ausbildungsplätze könnten geschaffen werden? Jetzt gibt es bei den Lehrverhältnissen für die duale Ausbildung natürlich eine weitere Voraussetzung. Nicht nur das Regulativ, dass die Arbeitsmarktprüfung positiv ist, sondern die Tatsache, es muss ein ausbildungsinteressiertes Unternehmen vorhanden sein, das bereit ist, diesen Lehrvertrag mit dem oder der Jugendlichen zu schließen. Das wäre ein weiterer Engpass. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles aus dem regional vorhandenen Ausbildungspotenzial, ausbildungsinteressierten Potenzial heraus nicht abgedeckt werden kann, automatisch für Asylwerbende zur Verfügung steht. Da kann man werben und es gibt ein hohes Interesse. Wir haben teilweise auch Kritik an der Tatsache, dass Unternehmen ausbildungsinteressiert wären, aber aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ausbilden dürfen. Das gibt es auch sozusagen von der Unternehmensseite her. Das ist selbstverständlich. Nur für die Pflicht wäre jedenfalls das schulische Leistungsangebot flächig mit zur Verfügung zu stellen und ergänzend, insbesondere dann, wenn die Sprachkompetenz und die das Bildungsweiterentwicklungspotenzial da ist, dass das dann mit einer betrieblichen Ausbildung nur weiter draufgesetzt werden kann. Aber das geht sicher nicht nur über die Lehrausbildung im Lehrbetrieb. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch kurz auf die Umsetzbarkeit dieses Vorschlages kommen. Und zwar wurde ja jetzt die Ausbildungspflicht quasi beschlossen im Frühling. Wer muss denn jetzt aktiv werden, beziehungsweise wie hoch ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas jetzt noch quasi nachträglich umgesetzt werden kann? Oder an wen richten Sie den Appell? Also als Stadt Salzburg, obwohl ich ja in manchen Bereichen schon Sachen gemacht habe, wo ich nicht zuständig bin, ich erinnere an die Deutschkurse für asylberechtigte Mindestsicherungsnehmer, wo wir gesagt haben, ich kann nicht mehr warten, bis Land und Bund tätig werden. Ich will jetzt eine Aktion setzen und dadurch haben wir es doch geschafft, allein der Stadt Salzburg 500.000 Euro zu sparen, weil wir so viele Asylberechtigte vorher schon in den Arbeitsmarkt bekommen haben. Will ich jetzt nicht eine Schule für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufmachen. Ja? Aber ich will, dass sich das Land und der Bund darüber Gedanken machen und sagen, um Gottes Willen, ein paar Räumlichkeiten werden wir bekommen. Wir werden auch Pädagogen und Pädagoginnen bekommen, dass wir zumindest für die Jugendlichen einen Pflichtschulabschluss hinkriegen, nämlich für alle und eben nicht nur für einen ausgewählten Teil. Das wäre mein Ansatz, da richtet sich meine Forderung hin, weil wie gesagt, als Kommune, wir übernehmen schon für die Mindestsicherungsnehmer die Verantwortung, die leider Gottes Bund und Land nicht in dem Ausmaß wahrnehmen, wie ich es mir vorstelle. Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge müsste schon Land und Bund einmal sich zuständig erklären und sagen, machen wir es einfach. Und so kompliziert ist das nicht. Es gibt Beispiele in Deutschland. Hamburg ist so ein Vorreiter. In Hamburg ist es automatisch, dass man den Pflichtschulabschluss macht als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Da braucht man noch hinfahren, sich anschauen, ja, wie tun denn die das seit Jahren? Dann setzen wir das in Österreich auch um. Nur es geht ums Wollen. Der erste Schritt in der Politik ist immer das Wollen. Und ich hoffe, die wollen bald mal. Ich denke, das sind wunderbare Schlussworte. Frau Hagenau, Herr Steinlechner, danke, dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung.
Gerne. Ebenso, Dankeschön. Und wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich sage danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal beim Periskop.